Herzlich willkommen! Du bist schon einigermaßen fit darin, was Intervalle sind, aber mit dem Hören, da funktioniert es noch nicht so gut, dann ist dieses Video hier genau für dich. Denn wir machen jetzt ein Intervallquiz und zwar mit 4 Schwierigkeitsstufen, von einfach bis schwierig. Falls du noch nicht ganz so fit bist mit Intervallen und noch nicht so richtig weißt, welche Intervalle das es gibt, dann kannst du dir gerne mein Intervallvideo hier auf meinem Kanal ansehen. Falls du es aber schon weißt, dann starten wir jetzt direkt. Wir haben insgesamt 4 Schwierigkeitsstufen. Die einfachste Schwierigkeitsstufe ist auf den weißen Tasten, also wir nehmen noch keine schwarze Taste mit dazu, sondern wir machen einfach die Standardintervalle auf den weißen Tasten und du bekommst von mir auch einen Grundton zum Orientieren. Du kannst du dich da mit deinem Ohr dran festhalten und dir so die Intervalle vielleicht ein kleines bisschen besser zusammenbauen. Dann fortgeschrittenes Level, wir bleiben weiterhin auf den weißen Tasten, aber du bekommst eben nicht mehr diesen Grundton, sondern ja, wir benutzen hier einfach die weißen Tasten, so wie sie uns gerade reinlaufen. Dann Level Nummer 3, wir werden die Feinbestimmung von Intervallen machen. Das heißt, wir nehmen auch schwarze Tasten mit dazu. Also es gibt dann eine große Sekunde, eine kleine Sekunde. Das wird ganz interessant werden, aber du bekommst hier von mir noch diesen Grundton mit dazu. Dann Level 4, schwierigstes Level, das kannst du dir denken. Da gibt es keinen Grundton mehr und wir nehmen auch die schwarzen Tasten mit dazu. Das heißt, wenn du Level 4 geschafft hast, dann bist du wirklich topfit in Intervallen. Falls du mein Intervallvideo schon mal gesehen hast, aber vielleicht nicht mehr so richtig weißt, welche Intervalle gibt es, beziehungsweise welche suchen wir hier, denn es gibt ja auch ja, eine ganze Menge Intervalle, auch Undezime und so weiter. Wir gehen hier von der Sekunde bis zur Oktave. Also das hier, das ist die Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, Septime und Oktave. Das ist es, was wir suchen. Wir starten mit Level Nummer 1. Und zwar bekommst du von mir einen Grundton. Das ist der hier. Und ja, du kriegst noch einen zweiten Ton. Und dann bin ich gespannt, ob du das rauskriegst. Achtung! Genau, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist eine Terz. Du kannst dir noch hier eine zweite Terz obendrauf denken. Dann hast du einen Dreiklang. Genau, also das ist eine Terz. Dann geht's weiter mit dem nächsten Intervall. Klingt auch sehr schön, ähnlich schön wie eine Terz. Das ist eine Sechste, ein Abstand von 6 Tönen. Und du kannst dir theoretisch hier noch einen dritten Ton dazu denken. Den hier, dann weißt du vielleicht schon, das ist die zweite Umkehrung von einem Dreiklang. Und diese zweite Umkehrung wird eben eingerahmt von der Sechste. Genau. Dann geht es weiter. Drittes Intervall. Genau. Du kannst dir vielleicht diesen Ton hier noch dazu denken. Dann sieht das Ganze so aus. Achtung, Auflösung. Das ist eine Quarte. Und diese Eselsbrücke war dieser Ton hier. Das ist die erste Umkehrung von einem Dreiklang. Ja, da ist eben diese Quarte hier oben charakteristisch, kannst du dir dazu denken, vielleicht hilft dir das ein kleines bisschen was. Das hier war unser Orientierungston, dieser Ton hier kommt dazu, ist ein ziemlich schräger Ton, da gibt es nur 2 von der Sorte, das eine ist die Sekunde und das zweite ist die Septime. Genau, wenn du nämlich jetzt hier diesen Grundton nach oben holen würdest, so, dann hättest du eine Sekunde, also das ist quasi eine umgekehrte Sekunde, so eine Septime, wenn man so will. Deswegen klingt das gleich Scheps. Falls du es dir nicht direkt merken kannst, kannst du dir theoretisch diesen Dreiklang hier dazu vorstellen. Das ist ein Major Sept Akkord. Genau, das ist die große Septime. Kleine Septime gibt es nachher noch. Nächstes Intervall. Genau, wenn du es schon mal gehört hast, vergisst du es wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Das ist eine Oktave. Genau, also identischer Ton hier oben. Klingt ziemlich rein, gibt keine Reibung. Also von dem her, ich denke, das müsste recht charakteristisch sein, das hören zu können. Dann Grundton und nächster Ton. Genau, das ist der zweite, der so furchtbar klingt. Das ist wieder ja, eine Sekunde. Genau. Okay, das war's schon mit Level 1. Bist du bereit für Level 2? Okay, also Level 2 nehmen wir die identischen Intervalle. Wir bleiben auch weiterhin auf den weißen Tasten,
aber dieses Mal gibt es keinen Grundton mehr dazu und die Reihenfolge ist auch ein bisschen anders. Also ich bin gespannt, ob du es rauskriegst. Okay, und? Genau, das ist eine Sechste. Genau, kannst du dir theoretisch diesen Ton ja dazu denken, dann hast du wieder eine zweite Umkehrung. Okay, so, dann geht's weiter. Klingt auch sehr schön, wenn du es noch dich erinnerst von vorhin. Es gibt zwei sehr schön klingende Intervalle. Das eine ist eine Sechste und das andere ist, genau, das ist eine Terz. Es geht weiter. Der klingt nicht so schön, stimmt's? Genau, da gibt es nur zwei Optionen. Das eine ist eine Septime, die nicht so schön klingt, oder wie hier die Sekunde. Es geht weiter. Stell dir einen Dreiklang vor, in der Grundstellung, habe ich dir vorher gezeigt. Wenn du jetzt hier diesen Ton dazufügst, dann klingt er so und du siehst, das ist eine Quinte. Es geht weiter. Klingt ein bisschen ähnlich wie die Quinte, klingt auch relativ scharf und eckig, ist aber eine Quarte. Genau, bei der Quarte kannst du dir theoretisch hier noch diesen Ton dazu denken. Dann hast du hier einen Dreiklang in der ersten Umkehrung, das kennst du noch von vorhin. Dann hast du hier dieses charakteristische Intervall, die Quarte. Letztes Experiment. Das ist eine Septime. Genau. Und wenn du dir jetzt hier diesen Dreiklang mit dazu denkst, dann ist das ein Septakkord. Im Vergleich zu vorhin ist es jetzt kein Major-Septakkord, sondern ein Moll-7-Akkord, aber es ist trotzdem eine Septime. Okay, wenn du es bis hierher geschafft hast, dann herzlichen Glückwunsch. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du ein paar Fehler gemacht hast. Wie gesagt, wenn du dieses Video hier durch hast, dann kannst du es dir nachher gerne abspeichern. Du kannst es immer wieder und wieder machen und zum Schluss wirst du richtig fit sein. Schreib mir gerne mal einen Kommentar, wie es dir bisher gegangen ist. Und dann machen wir weiter mit Level 3. Und zwar werden wir jetzt die Feinbestimmung von den Intervallen machen. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst aus meinem Intervallvideo, dann weißt du, es gibt ja auch noch die schwarzen Tasten und dann ist das hier eine große Sekunde und wenn du hier die schwarze Taste mit dazu nimmst, dann hast du hier eine kleine Sekunde. Genauso hier mit der Terz, du hast eine große Terz, aber wenn du hier die schwarze Taste mit dazu nimmst, dann hast du eine kleine Terz. Dann hast du hier eine Quarte und hier ein sogenannter Tritonus, also drei Ganztöne, also ein Intervall aus drei Ganztönen. Oder ja, eine übermäßige Quarte oder eine verminderte Quinte ist letztendlich das Identische. Genau, also das gibt es jetzt auch mit dazu. Dann gibt es hier die große Sechste, die kennst du schon. Aber es gibt auch hier die kleine Sechste. Die klingt immer noch sehr gut, aber ist eben ein anderes Intervall. Dann gibt es hier die große Septime und hier gibt es die kleine Septime. Auch da gibt es wieder Eselsbrücken, sei gespannt. Wir machen es so, du bekommst von mir erstmal wieder den Grundton mit dazu, und zwar hier das C. Und ja, dann kannst du dich mit dem Ohr ein kleines bisschen dran orientieren. Dann bin ich gespannt, ob du das Intervall rauskriegst. Okay, es geht los. Das ist eine Terz, kann ich dir jetzt schon mal verraten. Aber was für eine Terz ist es? Ist es eine kleine Terz oder ist es eine große Terz? Es ist eine kleine Terz. Und das kannst du dir vielleicht so zusammenreimen, indem du sagst, okay, ich mache hier nochmal eine Terz obendrauf. Dann hörst du hier einen Moll-Dreiklang. Und beim Moll-Dreiklang weißt du, der hat unten immer eine kleine Terz. Wenn dich das genauer interessiert, kannst du gerne mal mein Dur-Moll-Video anschauen. Da habe ich das im Detail erklärt, wie das funktioniert. Okay, kleine Terz unten. Dann geht's weiter. Dieses Intervall, das kennst du schon von vorhin, das ist eine Quarte, genau. Und wenn du dir unter die Quarte hier noch diesen Ton mit dazu baust, dann hast du, wie gesagt, einen Dreiklang in der ersten Umkehrung und da ist eben diese Quarte hier entscheidend. Es geht weiter. Das ist eine Sechste und
Ich bin gespannt, ob du erkennst, was es für eine Sechste ist, denn es könnte eine große Sechste sein oder eine kleine Sechste. Und jetzt kommt die Auflösung. Es ist eine kleine Sechste. Und das kannst du dir auch wieder ähnlich zusammenbauen wie vorher mit der kleinen Terz. Und zwar kannst du dir hier diesen Ton mit dazu denken. Dann hörst du, das ist ein Moll-3-Klang in der zweiten Umkehrung. Und da ist eben hier diese kleine Terz hier oben entscheidend. Ja, vielleicht hilfst du ein bisschen. Das ist eine kleine Sechste. Weiter geht's. Ist auch eine Sechste. Große Überraschung. Es ist die große Sechste. Kannst du dir auch herleiten, indem du hier diesen Ton mit dazu nimmst, in dem Fall das F. Dann hast du hier einen Dreiklang auch in der zweiten Umkehrung, aber dieses Mal ist es ein Dur-Dreiklang. Und Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung funktioniert nur mit der großen Sechste. Weiter geht's. Das ist eine Terz, genau. Und dieses Mal ist es eine große Terz. Du kannst dir hier noch diesen Ton mit dazu denken. Dann hast du einen Dur-Dreiklang. Und beim Dur-Dreiklang weißt du, ist unten eine große Terz nötig. Es geht weiter. Das ist ein sehr schiefes Intervall. Da gibt es nur zwei, wie du weißt. Da gibt es entweder die Sekunde oder die Septime. Und hier hast du vielleicht schon rausgehört, ist es eine Septime. Aber ist es eine große Septime oder ist es eine kleine Septime? Und da gibt es einen Trick, den zeige ich dir gleich. Zuerst mal, es ist eine große Septime. Eine große Septime klingt in einem Vierklang so. Also du hast unten diesen Dreiklang, nimmst noch die große Septime mit dazu. Dann hast du einen Major-Akkord, einen Major-Sept-Akkord. Und ja, wir machen es ein kleines bisschen unspannend, aber einfach nur, damit du es verstehst. Was ist das für ein Intervall? Genau, das ist auch eine Septime, aber dieses Mal ist es eine kleine Septime. Und eine kleine Septime erkennst du daran, indem du dir hier auch einen Dreiklang dazu baust. Aber der klingt jetzt eben so. Also vorher war es die große Septime, dann hast du einen Major-Sept-Akkord. Hier hast du einen ganz normalen Sept-Akkord. Dominant-Sept-Akkord oder einfach Sept-Akkord. Dann hast du hier die kleine Septime obendran. Es geht weiter. Das hier, genau, ist eine Sekunde, bist du vielleicht draufgekommen. Aber welche Sekunde? Es ist eine große Sekunde. Genau, die kleine Sekunde, die klingt ein kleines bisschen gestauchter noch, die klingt noch ein bisschen schärfer. Okay. Denk dir den dritten Ton dazu. Vom Dreiklang, den setzt du in die Mitte, dann hast du einen Dreiklang in der Grundstellung und der Dreiklang in der Grundstellung, der wird hier von dieser Quinte eingerahmt, also ist es die Quinte, die wir suchen. Genau, ist auch eine Sekunde. Dieses Mal ist es aber eine kleine Sekunde. Also das hier, das war die große Sekunde. Das hier ist die kleine Sekunde. Also die klingt dann schon ziemlich unentspannt. So, wie ist es dir bis jetzt gegangen? Ist schon ein kleines bisschen knackiger, stimmt's? Aber wenn du es bis hierher geschafft hast, dann schaffst du auch Level 4 noch. Level 4 wird so sein, dass wir keinen Grundton mehr mit dazu spielen oder keinen Orientierungston mehr, sondern wir bewegen uns ein bisschen freier über die Klaviatur. Aber wenn du es bis jetzt geschafft hast, dann wirst du auch das hinkriegen. Ganz bestimmt. Insbesondere, wenn du diese Eselsbrücken mit diesen drei Klängen verwendest. Okay, bist du bereit für Level 4? Alles klar. Dann los geht's. Genau, ist eine Sechste, hast du vielleicht schon richtig erkannt. Jetzt ist es eine große oder eine kleine Sechste. Es ist eine große Sechste. Genau, eine kleine Sechste wäre so gewesen. Das hier ist eine große Sechste. Es geht weiter. Ist eine Terz, genau, hast du vielleicht richtig erkannt. Aber was ist es für eine Terz? Ist es eine große Terz oder ist es eine kleine Terz? Das suchen wir. Es ist eine kleine Terz. Genau. Es geht weiter.
Das ist eine Sekunde, das hast du vielleicht schon rausgekriegt. Und ja, es tut richtig in den Ohren weh, es scheppert richtig. Es ist eine kleine Sekunde. Kannst du dir, ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber man könnte sich theoretisch hier einen Major-Sept-Akkord zusammenbauen mit dieser kleinen Sekunde. Also einfach, indem man es in einer Umkehrung spielt. Aber genau, vielleicht hilft es dir ein kleines bisschen. So, jetzt kommt ein Intervall, das wir vorher hätten schon machen können, aber wir machen sie erst jetzt. Das hier. Das klingt doch sehr freaky. Das ist ein sogenannter Tritonus. Wie kannst du dir jetzt einen Tritonus merken? Du kannst dir theoretisch auch hier einen Dreiklang vorstellen. Du nimmst diesen Ton hier noch in der Mitte mit dazu. Dann hast du einen sogenannten verminderten Akkord. Das klingt auch sehr charakteristisch. Und dieser verminderte Akkord klingt eben wegen diesem Tritonus so charakteristisch. Das sind zwei kleine Terzen übereinander. Genau. Das ist ein ziemlich reines Intervall. Denk dir mal diesen Ton hier dazu. Genau, das ist eine Quarte. Das ist ein Akkord in seiner ersten Umkehrung. Und da ist diese Quarte hier charakteristisch. Es geht weiter. Das ist eine Sechste, bist du vielleicht schon drauf gekommen, aber was ist es für eine? Ist es eine kleine oder eine große? Denk dir mal diesen Ton hier dazu. Das ist der Grundton des Dreiklangs und das ist ein Dur-Dreiklang, hast du vielleicht schon erkannt. Und für Dur ist es nötig, dass wir hier eine große Sechste in der zweiten Umkehrung haben. Es geht weiter. Genau, ist auch eine Sechste, aber dieses Mal eine kleine Sechste. Genau, es geht weiter. Denk dir einen Ton in der Mitte dazu, genau in der Mitte. Das hier ist ein sehr reines Intervall und wir hatten schon die reine Quarte vorher. Jetzt haben wir die reine Quinte. Genau, denk dir diesen Ton ja mit dazu, dann kommst du ziemlich schnell auf die Quinte. Weiter geht's. Das reibt doch ziemlich, dieses Intervall. Eine Sekunde ist es nicht, es ist eine, genau, eine Septime. Aber was ist es für eine Septime? Ist es jetzt eine große Septime oder eine kleine? Achtung, ich gebe dir den Dreiklang mit dazu. Das ist ein sogenannter Major-Sept-Akkord und wenn du ja, gut in Englisch bist, dann weißt du, dass Major-7 ist eine große Septime. Genau. So, es geht weiter. Das ist auch eine Septime. Dieses Mal ist es eine kleine Septime, genau. Ich denke, das kann man wirklich sehr gut voneinander unterscheiden. Also so wäre es eine große Septime. Und ja, vielleicht schaffst du es dir im Kopf, diesen Vierklang hier zusammenzubauen. Dann kommst du auf diesen Septakkord oder Dominant-Septakkord. Dann, genau, kommst du da gut drauf. Letztes Intervall. Es ist eine Sekunde. Und jetzt ist die Frage, ist es eine große Sekunde oder ist es eine kleine Sekunde? Also das hier ist die eine Sekunde, das hier ist die andere Sekunde und die hier, die suchen wir. Das ist die große Sekunde, das hier, das wäre die kleine Sekunde. Okay, wenn du es bis hierher geschafft hast, herzlichen Glückwunsch, das war wirklich sehr, sehr harter Tobak. Da müssen auch geübte Musiker ziemlich genau hinhören, um das hinzukriegen. Und wenn du es wirklich hier bis hierher geschafft hast und durchgehalten hast, herzlichen Glückwunsch, hast du wirklich sehr gut gemacht. Falls dir dieses Quiz gefallen hat, dann lass mir gerne hier einen Like da oder schreib mir einen Kommentar drunter, wo du Schwierigkeiten hast. Und wenn dir der Kanal insgesamt gefällt, dann abonniere mich gerne, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schön, dass du da warst. Bis gleich.